Mein Name ist Roman Melz. Ich bin der Kaschut-Beauftragte der Synagogengemeinde Köln. Ich achte, dass die einzelnen Kaschut-Gesetze, die ihren Ursprung, ihre Quelle in der Tora haben, eingehalten werden. Hier in der Ottostraße wird für den Kindergarten, die Schule und das Seniorenheim der jüdischen Gemeinde gekocht. Die Küche ist koscher. Roman Melz kontrolliert täglich die Einhaltung der Regeln. Wir begleiten den Maschgiach bei seinem Arbeitstag. Wenn die Mitarbeiter hier neu ankommen, wundern Sie sich erstmal, dass es hier zwei verschiedene Küchen gibt und zwei verschiedene Spülküchen. Warum? Weil wir bei uns eine strikte Trennkost einhalten. Sprich, das Milchige vom Fleischigen bzw. das Fleischige vom Milchigen trennen. Es dürfen keine milchigen Produkte in der fleischigen Küche sein. Genauso dürfen keine fleischigen Produkte in der milchigen sein. Alle Bestecke, das ganze Geschirr, die sind alle gekennzeichnet, damit man das nicht verwechselt, damit man es auf keinen Fall bloß nicht in eine falsche Küche reinbringt. Also hier sieht man deutlich rote Sterne, fleischig, steht JWZ, jüdisches Wohlfahrtszentrum drauf. Kann man klar unterscheiden. Rote Farbe auch. Oder hier überall rote Sterne drauf. Und das gleiche haben wir natürlich in der milchigen Spülküche, das Pendant, alles in Blau. Also hier sieht man beim Besteck genau das gleiche wie in der fleischigen, auch gekennzeichnet mit M für milchig. Und auch eben das Symbol für JWZ, jüdisches Wohlfahrtszentrum, damit man das bloß nicht verwechselt. Dienstag steht fleischig drauf. Das ist jetzt Frühstück. Frühstück ist immer milchig. Und Abendessen ist fleischig, jeden zweiten Tag. Also hier fleischig, milchig und so weiter. Welche Tiere koscher sind, kann ich natürlich auch erklären. Da gibt es zwei Kriterien, Paarhufe und Wiederkäuer. Wenn eines von den Kriterien nicht vorhanden ist, klar, von den Eigenschaften, dann muss ich dann darf ich dieses Tier nicht verzehren. Und dann muss es auch noch richtig geschlachtet werden. Morgen. Wie geht's, wie steht's? Alles klar? Ja. Das Fleisch, in Deutschland ist nicht so einfach, koscheres Fleisch zu bekommen, weil wir keine koscheren Schlachtereibetriebe überhaupt in Deutschland haben. Und seitdem es die EU gibt und die Grenzen aufgemacht worden, es gibt einfach zu viel Konkurrenz im Ausland, in Frankreich, in Belgien, in Holland. Da wird hier überall koscher geschlachtet. Also falls sich jemand fragt, warum ich jetzt so diese komische Kelle hier die Eier aufschlage, da könnte manchmal Blut vorkommen im Eigelb und da muss ich erstmal vorher schauen, dass da kein Blut ist und deswegen schlage ich das erst in die Kelle auf und dann schmeiße ich erst rein. Aber wenn da Blut wäre, dann müsste ich sofort wegschmeißen. Das Bluten ist absolut verboten bei uns im Judentum, darf man überhaupt nicht verzehren, nicht mal trinken, gar nichts. Also das ist blutig, also geht bei uns gar nicht. Steak blutig geht nicht. Wir machen hier ab und zu mal traditionelle russische Gerichte, zwar mit koscherem Fleisch, weil hier viele Bewohner, zum Beispiel im Elternheim, und auch die meisten Gemeindemitglieder auch sowjetischer Herkunft sind und sind natürlich an gewisse Speisen gewöhnt. Also macht man für die Speisen, die, zum Beispiel für die alten Leute, man möchte nicht unbedingt sozusagen jetzt die deutsche Küche vorsetzen, das mögen sie gar nicht. Und man macht zum Beispiel Borsch, also man hat das bestimmt gehört, dass es so ein Gericht gibt. Und das wird normalerweise mit Sahne versetzt. Und Sahne kann ich hier aber nicht verwenden, weil es ein Fleischgericht ist. Da sind auch Fleischstücke drin und Gemüse. Also nimmt man Sojasahne. Bier ist zum Beispiel koscher. Weil es wird ja nach dem deutschen Reinheitsgebot gebaut, aus Gersten, Weizen und aus verschiedenen Pflanzenarten, die für uns absolut kein Problem darstellen. Also kann man getrost Bier in Deutschland trinken. Wodka genauso. Also war vorher in der Sowjetunion kein Problem und hier sowieso. Weil entweder aus Kartoffel oder aus Weizen, je nachdem. So. Hier haben wir den Teig für die Chalot. Das sind Brote, die normalerweise für Schabbat gemacht werden. In Deutschland kennt man so einen Namen Zöpfe. Und hier, dazu muss man sagen, dass wenn ein Jude Brot backt, dann muss er Teig abtrennen. Warum? Weil früher zur Tempelzeit, als der Tempel noch in Jerusalem stand,
haben die hohen Priester oder die einfachen Priester, die haben ja kein Geld verdient. Sprich, denen wurden Abgaben geleistet. Die ersten Früchte, der Teig von den Broten, das haben sie alles bekommen. Und das haben sie dann dort im Tempel verzehrt. Und das tun wir symbolisch immer noch, damit man es erstens nicht vergisst, dass damals gemacht worden ist. Und zweitens, weil es in der Tora steht, weil es eines der Gebote ist, dass man das machen soll. Man trennt das ab, man sagt einen Segensspruch. Und dann schmeiße ich es einfach weg. Natürlich kaufen jüdische Familien ihr Brot auch in der Bäckerei. In Köln gerne bei Zimmermann. Denn hier wird auch koscher gebacken. Bäckermeister Zimmermann erklärt die Regeln. Es geht ja jetzt bei uns dann darum, erstmal sind alle tierischen Lebensmittel aus der Backstube quasi verschwunden. Schweineschmalz zum Beispiel. Und das darf halt nicht verarbeitet werden irgendwie. Da mussten wir uns halt dran halten, dass wir in der Maschine und in dem Ofen und auf den Blechen halt nur Sachen ohne Milch backen. Also wir können jetzt nicht auf demselben Blech Hefeteig, so Plätze oder sowas mit Milch oder mit Butter und auf dem gleichen Blech dann die koscheren Backwaren backen. Das muss also getrennt sein. Wir haben dann neue Bleche besorgt, dass wir dann auch unterschiedliche Bleche haben, dass es dann einfacher war zu erkennen und so. Unverzichtbar ist aber die Beteiligung des Maschgiach. Und so kommt Roman Melz nachts um 1:30 in die Backstube. Ja, ich schalte hier wie jeden Morgen, außer Freitag und Samstag, den Ofen ein. Das muss man vom Religionsgesetz her, weil ein Jude soll mitwirken am Back- bzw. Kochprozess. Das ist die Hauptaufgabe. Ich habe hier Trennwachs und das ist pflanzlich oder wie auch immer, auf jeden Fall nicht tierisch und das ist dann halt auch für die Leute, die für koscher, damit die Brote eben nicht festpacken. Die Koscher-Regeln sind komplex und betreffen viele Aspekte der Speisen und ihrer Zubereitung. Der Wächter der Töpfe muss all dies im Blick haben, damit die Mitglieder der jüdischen Gemeinde koscher leben können.